Diesmal geht es mir um ein kleines böses Helferlein, das ist eigentlich im Straßenverkehr nie erlaubt. Ich möchte es euch nur zeigen und ich möchte mal zwei verschiedene Teile vor allen Dingen zeigen. Und zwar geht es mir hier, manche von euch haben das bestimmt schon mal gesehen, das wird verkauft oder angeboten, meistens aus China kommend, als Lenkradbooster oder Lenkergegengewicht. Wenn man danach sucht, bei AliExpress, bei Amazon, glaube ich, wird es auch angeboten oder bei eBay, kann man das bekommen. Das Teil besteht im Wesentlichen nur aus zwei Teilen. Wir haben hier ein Vorder- und ein Rückteil. Die werden zusammengehalten mit Magneten. Hier sind Magneten drin und die halten das Teil zusammen. Und die sind so ein bisschen in Form gegossen, dass man die hier schön am Lenkrad montieren können. Das Teil war mein erstes, was ich jetzt bis jetzt gehabt habe. Und ich möchte euch jetzt erstmal hier zeigen, wie das Teil dranhängt und wie es aussieht. Und wir haben hier das Teil hängen. Wird hier oben so befestigt. Ihr habt das, wie gesagt, bestimmt schon mal gesehen. Der Nachteil bei dem Teil ist, wenn man hier ein Fahrer ist wie ich, der gerne mit einer Hand lenkt, dann hat man den Nachteil, dass man dann gerne, wenn man hier drüber geht, dann fällt das Teil runter. Das hält halt dann nie. Ne? Das ist, aber man hat keine Beschädigung am Lenkrad. Es ist eigentlich von der Funktion her nicht schlecht. Muss man wissen, ob Ihnen das wert ist. Das sowas kostet um die 50 Euro, wenn man das aus Fernostsicht importiert. Man kann das auch in den USA für über 100 oder 200 Euro kaufen. Also da gibt es einen Händler, der verlangt ein Mordsgeld für die Teile. Ja, muss man wissen. So, aber bei meiner Recherche und bei meiner Suche im Internet bin ich noch auf ein anderes Teil gestoßen. Und das andere Teil ist hier dieses. Ist heute frisch eingetroffen. Hat mich gekostet 40 Euro, 30 Euro, 30 Euro, glaube ich, in China gekauft und dann 10 Euro, 11 Euro Zoll bezahlt oder Einfuhr. Ja, wie das Teil aussieht, seht ihr hier schon auf dem Bild. Ich packe es mal für euch aus. Machen wir mal auf. Ich bin mal schön verpackt. Und wir haben hier so einen Klappmechanismus. Über diesen Klappmechanismus wird das dann befestigt. Und wie das geht, zeige ich euch mal gleich. Und zwar geht das auf der rechten Seite primär. Man kann das wahrscheinlich links und rechts montieren. Aber ich würde das natürlich primär hier rechts ran machen. Baut man dann hier so ran, drückt das hier einfach so an den Lenker. Und dann macht man diese Lasche hier oben mit Gefühl, dass man das Lenkrad nicht beschädigt. So ran und hat dann hier das Gewicht hängen. Und finde ich es gegenüber dem Teil natürlich die bessere Lösung, weil das beim Lenken eigentlich kaum stört. Man hat natürlich jetzt hier diese Mulde nicht mehr so, diesen Griff, wer das immer so fährt. Aber ich meine, die meisten Tesla-Fahrer werden wie ich ganz entspannt das die Hand hier unten haben. So, da haben wir jetzt hier die zwei Versionen. Ich zeige dir nochmal hier ein bisschen Detailaufnahmen. Also wir haben hier das Gewicht dran. Hier drüben ist dann das mit der Klammer so befestigt am Lenkrad. Und von oben gesehen kann man eben hier nochmal sehen, wie das Teil hier dranhängt. Bisschen schwierig einzufangen, aber ich denke, ihr könnt das so gut erkennen. Und im Unterschied dazu hat man eben hier drüben das Teil. Und ja, das sieht eben dann so aus. Und wenn wir das mal abmachen und hier uns das Lenkrad mal anschauen, man hat jetzt keine Beschädigung hier am Kunststoff oder so, das ist alles nur ein bisschen, das kann man abwischen und sauber machen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Teile irgendwie Rückstände hinterlassen. Wie das dann hier ist mit diesem Teil, muss man sehen. Ich kann das nochmal abmachen für euch, wenn wir das mal so sehen. Hier sieht man schon ein bisschen, dass es natürlich ein bisschen drückt, muss aber auch halten. Und das Teil hat eben hier unten so eine kleine Wulst. Und dadurch geht das ein bisschen schwer drauf, auch wenn es dann eben einmal drauf sitzt, ja, sitzt das Teil. Ich werde es mal testen, aber ich denke, das Teil wird funktionieren. Warum soll es das nicht tun? Es ist auch gefühlt etwas schwerer, wenn ich die Teile so in die Hand nehme hier. Das sind ja, ich habe es nachgewogen, 470 Gramm. Wohl, nee. Nimmt sich nichts, nee. Man muss das nicht haben, man kann das haben, sicher. Das ist wieder der typische Luxus, den man so braucht, aber der macht auf jeden Fall das Fahren mit dem Tesla, finde ich, entspannter. Gerade wer viel Autobahn fährt, der kennt das. Ihr habt ja bestimmt auch die Videos mal von Uwe gesehen, da hier oben mal so eine Halbliterflasche reinsteckt. Warum macht er das, ne? Genau deswegen. Aber statt eine Flasche da oben reinzuklemmen, ist eben diese Lösung hier etwas eleganter. Sieht doch schöner aus. Nach einem ausgiebigen Test, ich habe jetzt etwa ein, zwei Monate Zeit gehabt, zwischenzeitlich noch anderes zu tun gehabt, deswegen ist das Video jetzt etwas verspätet. Ich wollte aber noch ausgiebig testen, diese neue Variante hier von diesen Helferlein, von dem kleinen. Und ich muss sagen, das Teil funktioniert sehr zuverlässig. Das stört auch nicht beim Fahren.
Der Vorteil von diesem Gerät ist wirklich, dass man das an der rechten Seite montieren kann, das Lenkrad, und nicht darauf angewiesen ist, das auf der linken Seite zu montieren. Durch die Form. Bei dem anderen Bauteil hier, das ist dieses Teil, was man so drum klemmt. Das kann man aber nur auf der linken Lenkradseite montieren. Also hier. Und der Nachteil ist eben wirklich, wenn man mit dem Teil fährt, das funktioniert prinzipiell auch, aber es funktioniert nicht so zuverlässig. Manchmal sagt der Tesla trotzdem, ja, ich will jetzt die Hand spüren am Lenkrad. Das ist mit dem Teil hier überhaupt nicht der Fall. Also hier keine Meldung. Hier kannst du stundenlang mit Autopilot fahren, funktioniert einmal frei. Und hier bei dem Teil, wie gesagt, funktioniert es nie ganz. Manchmal funktioniert es nicht. Und der Nachteil ist eben, wenn man lenkt oder wenn man gerade wie ich das Lenkrad meistens mit der linken Hand hält, machen wahrscheinlich die meisten links lenkenden Fahrzeugführer. Und da hat man natürlich den Nachteil, dass das Teil dann manchmal im Weg ist beim Lenken. Gerade wenn man so ein Einhandlenker ist, dann kommt man doch mal in die Gelegenheit und drückt hier drauf, dann fällt das Teil runter, geht's ab, weil die Magneten nun doch nicht so extrem stark sind. Also ich kann das Teil nie empfehlen, ist mir auch zu unsicher und ich muss sagen, nö. Also im öffentlichen Straßenverkehr, nee, würde ich das im täglichen Gebrauch nicht verwenden. Hingegen das Teil, das kann ich durchaus empfehlen. Der Nachteil an dem Teil ist, man hat eine kleine Marke hier durch die Halterung hier oben. Hier könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen. Ne? Hat man hier so eine Wölbung im Lenkrad und der Abdruck wird natürlich dann, wenn man das jetzt längere Zeit montiert lässt. Das ist jetzt nach gut einem Monat. Ich habe es jetzt einen Monat dran gehabt. Bei den anderen Teilen, was man dann hier an der linken Seite montiert, da hat man natürlich überhaupt keine Rückstände. Also da passiert am Lenkrad nichts. Ne? Also das kann man eben abbauen, anbauen und gut. Also das muss jeder für sich selber wissen, ob er das wirklich nutzen will. Wie gesagt, nochmal der Hinweis. Offiziell, natürlich ist sowas hier im öffentlichen Straßenverkehr nicht gestattet. Warum? Ich habe mich nochmal belesen. Der Grund ist, man setzt eine Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs außer Kraft. Die Sicherheitsfunktion ist ja dieser Hinweis auf die Hand am Lenkrad, was alle 10 Sekunden beim Tesla kommt. Und das wird damit außer Kraft gesetzt. Also setzt du eine Sicherheitsfunktion außer Kraft. Das wäre wie wenn du das ABS deaktivierst am Fahrzeug oder das ESP oder den Radar vorne demontierst, weil der dir nicht gefällt oder was. Sowas kann man natürlich nicht machen. Ist ein Eingriff ins Fahrzeug und in die Zulassung des Fahrzeugs und wenn man damit natürlich einen Unfall baut oder irgendwelche andere Mist passiert. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, aber die Teile gibt's. Deswegen, ich wollte es für euch mal testen und ich muss sagen, das Ding hier aus blanken Stahl, Guss, Metall, ja, was immer das ist, auf jeden Fall wiegt ca. 500 Gramm und funktioniert wirklich sehr, sehr zuverlässig. Kann ich euch empfehlen, wer also sowas mal testen will, kauft euch das Teil, das andere nie kaufen. Und dann möchte ich mich noch bedanken. Ich habe jetzt seit April ca. die 500 Abonnentenschwelle überstiegen. Das freut mich echt sehr, nach einem knappen Jahr, den ich jetzt den Channel hier betreibe. Und es ist alles nur ein Hobby. Ich versuche hier nur ein paar Tipps und Sachen weiterzugeben. Ja, was hoffentlich dem einen oder anderen hilft. Natürlich ist es teilweise ein bisschen technisch auf meinem Kanal, das weiß ich. Deswegen werde ich natürlich hier keine tausenden Abonnenten erreichen, aber mal sehen, was ich in Zukunft machen werde. Ich habe jetzt schon ein neues Video hochgeladen mit einem Tesla Talk. Das würde ich gerne ein bisschen ausbauen. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen Tesla-Fahrer hier aus Dresden, Sachsen. Dafür soll der Kanal auf jeden Fall noch wachsen. Keine Frage. Ich habe ja noch genug Ideen für die Zukunft. Und ich freue mich aber, dass 500 Abonnenten am Start sind und vielleicht werden es noch ein paar mehr. Würde mich auf jeden Fall freuen, wie immer. Und auch für das Video danke ich euch für jedes Like, für jeden Kommentar und natürlich für jeden neuen Abonnenten. Tja, dann bleibt mir nicht anders als euch wieder, wie immer, einen schönen Tag oder einen schönen Abend zu wünschen, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.